Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um die ASRock REG M2 VGA. Diese kompakte Grafikkarte, die auf eine M2 Schnittstelle setzt, wurde mir freundlicherweise von ASRock REG bereitgestellt für dieses Testvideo. An dieser Stelle deshalb vielen Dank. Und ich würde sagen, wir klären jetzt erstmal, wofür könnte man eine Grafikkarte brauchen, die auf eine M2 Schnittstelle setzt. Im Bereich Hosting gibt es seit sehr, sehr vielen Jahren einen erheblichen Preiskampf unter den verschiedenen Anbietern. Und da es dort ein hohes Sortiment oder Spektrum an verschiedenen Lösungen gibt, von sehr professionellen Lösungen, die eben auf eine hohe Redundanz beispielsweise setzen, bis hin zu sehr preiswerten Lösungen, die dann zum Beispiel auf Desktop-Hardware im Rechenzentrum setzen. Und das ist an der Stelle kein Scherz. Also es gibt tatsächlich diverse Anbieter, die wirklich komplett auf Desktop-Hardware setzen, um auf der einen Seite natürlich die Anschaffungskosten erheblich reduzieren zu können und auf der anderen Seite natürlich auch, um Energiebedarf und Co. abzusenken. Das heißt also, generell geht es natürlich um das Thema Kosten. Und seit einigen Jahren setzen natürlich viele dieser Anbieter primär auf Ryzen-basierte Systeme, also sprich auf AMD Ryzen CPUs ohne integrierte Grafikeinheit. Und dementsprechend ist es in diesen Systemen in der Regel notwendig, da es sich eben um weniger professionell aufgebaute Systeme handelt, an der Stelle kurz die Ergänzung, haben diese Systeme in der Regel kein dediziertes Management integriert. Also das heißt, es wird nicht auf zum Beispiel ein ASRock REG X570 DPU oder sowas gesetzt, sondern auf ein möglichst preisgünstiges Desktop-Mainboard, das dann 200 Euro weniger kostet, sage ich jetzt mal, und gegebenenfalls auch noch weniger Energie benötigt. Und bei diesen Systemen muss man in der Regel natürlich dann eine dedizierte Grafikkarte noch einbauen, um eben eine Bildausgabe erzeugen zu können, zum Beispiel bei der Installation oder im Falle eines Fehlers, wo man eben mal die Bildausgabe benötigt. Und die meisten dieser Systeme setzen heutzutage auf die GT 710 von Nvidia, die über diverse Bildschirmausgänge verfügt, aber insbesondere verfügt die über VGA, denn es gibt Management-Systeme, die man dann über VGA anbinden kann und dann im Supportfall zum Beispiel nutzen kann. Und das ist genau der springende Punkt, wo eben die ASRock REG M2 VGA ansetzen möchte. Sie bietet eine VGA-Schnittstelle extern und daran kann ich dann so ein Management-System im Zweifelsfall auch anbinden. Und hier ist der Vorteil der ASRock REG M2 VGA natürlich, ich benötige keinen PCI-Express-Slot beziehungsweise belege keinen und ich habe einen sehr geringen Energiebedarf. Natürlich deutlich geringer als bei der GT 710. Im Falle der M2 VGA von ASRock REG reden wir hier offiziell von ca. 1,49 Watt. Also man kann grob sagen, 1 Watt braucht die Karte. Also wirklich sehr, sehr wenig. Und das ist natürlich für so ein Szenario dann durchaus attraktiv. Und auch im privaten Umfeld, wenn man sich einen Server zulegt, setzt man ja oft auf Desktop-Hardware, einfach aus dem Grund, weil man einmal damit natürlich die Kosten senken kann, im Vergleich zum Beispiel zu einem Mainboard mit einem richtigen BMC und damit einem dedizierten Management. Und natürlich senkt man auch den Energiebedarf im Vergleich zu so einer Lösung erheblich ab. Denn all diese Lösungen brauchen in der Regel im ausgeschalteten Zustand, also wenn der Server zwar aus ist, aber die Lösung ist dann natürlich noch aktiv, ca. 5 Watt. Und auch im Betrieb können wir so grob mit 5 bis 8 Watt eben dann rechnen. Und da ist so eine M2 VGA natürlich erheblich geringer, auch im Vergleich zu einer dedizierten Grafikkarte. Und dafür ist das halt schon ein interessantes Szenario. Die Frage ist jetzt natürlich, macht das für mich persönlich Sinn? Und das kommt wie immer natürlich darauf an, wie man seinen Server oder seine Server eben aufbauen möchte, was man da eben verwendet. Ich finde persönlich auf jeden Fall, dass das nochmal eine sehr, sehr interessante zusätzliche Möglichkeit ist, denn gerade von dem professionellen Anteil, wo ich am Anfang von geredet habe, also sprich, ich bin Hoster und setze auf Desktop-Hardware im Rechenzentrum. Gerade da habe ich natürlich immer den Kostenfaktor, ganz wichtig, im Blick. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, mein durchschnittlicher Server, der hat ja irgendeine AMD Ryzen CPU drin, der hat eine dedizierte Netzwerkkarte, um zum Beispiel, wenn ich Backups oder sowas ziehe, das eben mit einer hohen Geschwindigkeit zu ermöglichen. Und ja, ich brauche natürlich eine dedizierte Grafikkarte, zum Beispiel die GT 710. Dann brauche ich ein Mainboard, das auf jeden Fall ausreichend PCI-Express-Slots hat. Das bedeutet, mein System als solches ist auch ein bisschen größer als jetzt ein super kompaktes System. Und genau da könnte man die Karte super einsetzen, denn wenn ich jetzt ein ITX-Mainboard nehme, dann habe ich in der Regel einen PCI-Express-Slot. Da könnte ich
zum Beispiel dann die Netzwerkkarte einbauen. Und ich habe in der Regel immer einen M2-Slot noch verfügbar auf der Oberseite. Und dort könnte ich hier wunderbar die ASRock Rack M2-Grafikkarte einsetzen. Und dadurch kann ich natürlich die Größe meiner Systeme nochmal deutlich reduzieren, was dann letztendlich auch wieder Kostensparen bedeutet. Denn ich brauche entweder weniger Platz im Rechenzentrum, Platz kostet Geld, ist jedem klar, oder alternativ, ich kann auch mehr Systeme bei gleichem Platz unterbringen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr attraktive Sache für bestimmte Szenarien. Ich möchte es immer noch mal wieder betonen, dass es nicht für jedermann interessant ist. Jetzt kommen wir aber mal zu den Details zu dieser Grafikkarte. Was bietet die, worauf sollte man achten etc. Erstmal ganz grundlegend. Die M2 VGA ist eine klassische Grafikkarte, wenn auch nicht ganz so performant. Das ist eine 2D-Grafikkarte, setzt auf den Silicon Motion SM750. In der Regel benötigt man deshalb auch keinen Treiber, den man nachinstallieren muss, sondern das Ganze läuft mit den Basic-Treibern der jeweiligen Betriebssysteme, was schon mal sehr angenehm ist. Dann, es handelt sich ja um eine Grafikkarte, die muss irgendwie angebunden werden an das System. Die M2-Schnittstelle als solches gibt es ja mit diversen Protokollen. Hier müssen wir natürlich darauf achten, dass die M2-Schnittstelle, die wir verwenden wollen, PC Express unterstützt. Es gibt M2-Schnittstellen mit SATA-Unterstützung und oder mit PC Express-Unterstützung, das heißt für NVMe-SSDs. Und manche dieser Schnittstellen kann man umschalten, beispielsweise von SATA auf PC Express und andersrum. Manche dieser Schnittstellen können auch nur eins der beiden Protokolle etc. Also hier einfach darauf achten, dass die verwendete Schnittstelle eben PC Express unterstützt. Dann haben wir hier als nächstes den Punkt PC Express Lanes. Es gibt die Schnittstellen mit bis zu 4 PC Express Lanes. Die meisten M2-Schnittstellen auf Desktop-Mainboards, die PC Express unterstützen, haben 2 bis 4 Lanes aktiv. Es gibt natürlich auch Systeme, die weniger haben. Beispielsweise bei Synology, bei vielen NAS-Systemen der niedrigeren Preisklassen dort, haben die M2-Schnittstellen beispielsweise nur eine Lane. Vom Prinzip her aber auch gar nicht so entscheidend, denn diese Grafikkarte benötigt auch nur eine Lane, beziehungsweise nutzt auch nur eine Lane, selbst wenn mehr verfügbar sind. Eine PC Express Lane nutzt sie mit dem Standard 1.0, also mit dem niedrigstmöglichen Standard, der eben auf einer M2-Schnittstelle mit PC Express-Unterstützung verfügbar ist. An der Stelle noch wichtig, PC Express ist abwärtskompatibel, also das heißt, selbst wenn ihr jetzt ein Mainboard habt, wo die M2-Schnittstelle PC Express 4.0 unterstützt, auch dort läuft diese Karte. Ich habe diese Karte natürlich auch in diversen Mainboards bereits ausprobiert, einfach um sicher zu gehen, dass es auch überall funktioniert und das tut es. Also es ist wirklich super simpel. Dann vielleicht ein wichtiger Hinweis, es gibt in vielen Mainboards eine sogenannte UEFI VGA-Erkennung. Das ist eine Funktion, die es uns ermöglicht, dass man direkt angezeigt bekommt, was für eine Grafikkarte im PC Express-Slot verbaut ist etc. Das funktioniert hier in der Regel nicht gut. Warum? Weil dort natürlich nur angezeigt wird, wenn das Ganze in einem klassischen PC Express X16 oder X8-Slot verbaut ist. Bekommen wir also nichts angezeigt, aber die Bildausgabe im BIOS UEFI funktioniert natürlich trotzdem einwandfrei. Trotzdem nur nochmal der Hinweis, ne? Also wenn man in dieser VGA-Erkennung dann keine Grafikkarte sieht, dann ist das an der Stelle nicht tragisch. Beim Zusammenbau auch hier nochmal ganz schnell der Hinweis, die Karte ist simpel aufgebaut, ist eine M2-Karte mit 2280er Abmessungen, also 8 cm lang und hat 2 Header auf dem Board sozusagen integriert. Einmal einen 15-Pin-Header, über den dann der VGA-Anschluss bereitgestellt wird und außerdem noch einen 3-Pin-Stecker, über den dann die Energieversorgung erfolgt. Hierbei bitte darauf achten, der 15-Pin-Header, der kann nicht falsch montiert werden. Das ist gewährleistet, den kann man nur richtig rumstecken. Bei dem 3-Pin-Header ist das aber nicht so, den könnte man auch falsch rumstecken. Also hier ganz wichtig darauf achten, es gibt 2 kleine Markierungen, also eine Markierung auf dem Stecker und nochmal an dem Header, damit man weiß, wie rum man das Ganze draufstecken soll, sollte man auf jeden Fall richtig rum draufstecken und dann funktioniert das Ganze einwandfrei. Wer es falsch steckt, da weiß ich nicht, was dann passiert. Ich habe es nicht getestet und ich werde es auch nicht ausprobieren. Durchaus möglich, dass das Ganze dann zu einem Defekt führt. Also deswegen bitte richtig rum draufstecken. Zu den Eigenschaften noch, vielleicht auch interessant. Die Karte setzt auf einen Silicon Motion SM750. Das ist ein einfacher 2D-Grafikchip, der eben wunderbar eine Benutzeroberfläche anzeigen kann. Von den Auflösungen am VGA-Port gibt es die Möglichkeit, 3 Stück zu verwenden. Einmal 800x600,
1024 mal 768 und 1280 mal 1024. Viel Auswahl ist das nicht, aber sollte in der Regel ausreichen. Und dann habe ich mir noch gedacht, wenn ich das Ganze schon mal ausprobiere, sollten wir uns auch mal kurz die Performance in Anführungszeichen anschauen. Deswegen habe ich hier einen kleinen Benchmark gemacht. Und zwar habe ich mal das Spiel Solitaire Collection von Microsoft ausprobiert. Also ganz wichtig, hier haben wir ein vollwertiges Windows 10. Die Grafikausgabe funktioniert einwandfrei und man sieht jetzt auch, Solitaire funktioniert zumindest. Es ist minimal schlecht in der Performance, also man sieht so, es zieht alles so ein bisschen hinterher, aber grundsätzlich funktioniert es und darum geht es. Also nicht darum, dass man jetzt Solitaire spielen kann, das ist nicht so interessant, sondern dass eben auch aufwendigere Oberflächen bei diversen Betriebssystemen eben hier einwandfrei funktionieren, was eben auch wichtig sein könnte, je nachdem, was für ein OS wir eben hier installieren. Also das möchte ich an der Stelle nochmal loswerden. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, das war eigentlich alles, was man zu der ASRock Egg M2 VGA-Karte erzählen kann. Funktioniert, wie gesagt, einwandfrei, einfach in der Montage. Einziger Kritikpunkt meiner Meinung nach ist natürlich das Thema Kabel bei dem VGA-Anschluss. Das Kabel ist unglaublich lang, also das finde ich ein bisschen unpraktisch. Man sieht es hier, ne, es sieht nicht so toll aus deswegen. Da hätte man vielleicht auf ein kürzeres Kabel setzen können. Der Gedankengang dahinter ist natürlich, wer weiß, in was für einem Gehäuse unsere Kunden das verbauen. Und gegebenenfalls wird sie auch anderweitig genutzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in diesem professionellen Umfeld, wo man auf Desktop-Hardware setzt, dass es da auch sein kann, dass man das Ganze direkt auf irgendeinen Rackschlitten montiert, also die Mainboards, und dann vielleicht alle VGA-Anschlüsse einfach nach hinten rausführen würde. Also wahrscheinlich ist das Kabel deshalb so lang, damit es für solche Spezialszenarien ausreichend Länge bietet. Wie gesagt, für mich persönlich hätte es auch durchaus ein deutlich kürzeres Kabel sein dürfen. Ja, das war's zum Thema ASRock Rack M2 VGA. Eine ganz interessante Möglichkeit meiner Meinung nach, eben eine Grafikausgabe an Systemen zu ermöglichen, die eine dedizierte Grafikkarte benötigen. Man spart hier eben dann definitiv den PC Express Slot ein, den man normalerweise für die Grafikkarte opfern würde. Und zusätzlich hat man den Vorteil, dass der Energiebedarf extrem gering ist. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und gerne bis zum nächsten Mal.